Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Nahles, Leiharbeit ist demütigend. Leiharbeiter sind Beschäftigte zweiter Klasse, in der Regel mit weniger Rechten, deutlich weniger Geld und oft genug ungeschützt Schikanen ausgesetzt. Leiharbeit bedeutet ständige Lebensunsicherheit. Denn Leiharbeiter sind immer die Ersten, die entlassen werden. Und das Versprechen von der Brücke in den Arbeitsmarkt, das ist längst von der Realität widerlegt. Und Leiharbeit macht arm. Zwei Drittel aller Leiharbeiter arbeiten zu Niedriglöhnen. Viele sind Aufstocker. Im Schnitt liegt der Lohn vollzeitbeschäftigter Leiharbeiter bei 1.747 Euro pro Monat. Ich glaube, das können Sie sich alle nicht vorstellen, wie man davon leben kann und wie man später im Alter natürlich arm sein wird. Und Leiharbeit wird natürlich auch eingesetzt, um Stammbelegschaften zu disziplinieren, als Drohung, um Lohnforderungen niedrig und Arbeitnehmer gefügig zu halten. Zu Recht empfinden viele Betroffene Leiharbeit als moderne Sklaverei. Und deshalb bleibt DIE LINKE dabei. Solche Lohndrückerinstrumente haben in diesem Land nichts zu suchen. Das gehört verboten, und zwar längst. Tatsächlich war das ja früher auch mal verboten. Noch in den 60er Jahren gab es in Deutschland überhaupt keine Leiharbeit. Später war sie unter ganz, ganz strengen Einschränkungen nur erlaubt. Aber die Möglichkeit, in Größenordnungen reguläre Jobs durch mies bezahlte Leiharbeitsverhältnisse zu ersetzen, um dann im Effekt die Aktionäre mit höheren Dividenden verwöhnen zu können, das war tatsächlich über viele Jahrzehnte gesetzlich ausgeschlossen. Und Frau Nahles, man muss natürlich auch sagen, dass sich das geändert hat. Ist nicht, weil die Unternehmen vergessen haben, wofür Leiharbeit mal da war, sondern ist, weil die gesetzliche Grundlage verändert wurde, nämlich damals unter Rot-Grün 2002. Damals wurden die Schleusen geöffnet. Und seither boomt die Branche. Fast 1 Million Menschen arbeiten heute in diesen Lohndumpingjobs. Jede dritte offene Stelle im angeblichen Jobwunderland Deutschland ist eine Stelle in der Leiharbeit. Und deswegen muss dieser rote Teppich für Renditejäger endlich wieder eingerollt werden. Wir werden das Prinzip des gleichen Lohns für gleiche Arbeit und gleiche Arbeitsbedingungen für Leiharbeitsbeschäftigte und Stammbelegschaften gesetzlich durchsetzen. Das hat die SPD 2013 ihren Wählerinnen und Wählern versprochen. Nun, auf die Einlösung dieses Versprechens haben die 1 Million Leiharbeiter umsonst gehofft. Was Sie hier vorlegen, Frau Nahles, ich finde, das ist wirklich eine Verhöhnung der Betroffenen. Und wenn ich höre, was Sie hier gerade erzählt haben, gerade im ersten Teil Ihrer Rede, da kann ich dem zwar allem zustimmen, aber dann frage ich mich, haben Sie Ihren eigenen Gesetzentwurf überhaupt nicht gelesen? Oder sind Sie inzwischen so routiniert darin, den Leuten Unsinn zu erzählen, wider besseren Wissens, dass Ihnen das gar nichts mehr ausmacht? Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ja, richtig. Nach 9 Monaten sollen Leiharbeiter in Zukunft den gleichen Lohn bekommen, mit entsprechendem Tarifvertrag sogar erst nach 15 Monaten. Dumm nur, dass die Hälfte aller Leiharbeiter maximal 3 Monate im Unternehmen ist. Und bei 2 Dritteln endet das Leiharbeitsverhältnis nach 6 Monaten. Das heißt, diese Menschen haben überhaupt nichts von diesem neuen Gesetz. Und richtig, mehr als 18 Monate darf ein Betrieb einen Leiharbeiter in Zukunft nicht mehr auf derselben Stelle beschäftigen. Aber danach muss der Arbeitsplatz nicht etwa mit einem regulär Beschäftigten besetzt werden. Nein, der Betrieb muss sich einfach nur einen neuen Leiharbeiter suchen. Und nach 3 Monaten Karenzzeit kann er sogar den alten Leiharbeiter wieder auf der gleichen Stelle einsetzen. Natürlich wieder zum halben Lohn, weil die Rechnung mit den 9 Monaten fängt ja wieder von vorne an. Und das alles ganz legal und mit dem Segen von Frau Nahles. Im Klartext, Unternehmen können in Zukunft unbegrenzt Leiharbeitskräfte beschäftigen. Sie müssen sie nur spätestens nach 18 Monaten austauschen. Ich finde, das ist das Gegenteil von gleicher Bezahlung, gleichem Lohn und Gleichbehandlung. Und darauf sind Sie auch noch stolz. Ich finde das unglaublich. Und es geht ja nicht nur um Leiharbeit. Wir wollen klarer fassen, was ein echter und was ein Scheinwerkvertrag ist, und die Sanktionen beim Missbrauch verschärfen. Auch das hat die SPD 2013 ihren Wählern versprochen. Und auch die Einlösung dieses Versprechens bleibt sie schuldig. In ihrem ersten Gesetzentwurf, Frau Nahles, vom November letzten Jahres,
Da hatten Sie immerhin noch ein paar Kriterien für Scheinwerkverträge definiert. Wenig überraschend liefen die Arbeitgeber Sturm dagegen, vor allem speziell die Elektrobranche, die Metallbranche, die ja besonders gern solche Werkverträge auch einsetzt. Und sie liefen nicht nur Sturm, sie öffneten vor allem ihre Schatulle. Am 11.12. letzten Jahres erhielt die CDU eine Großspende von 150.000 Euro vom Arbeitgeberverband Südwestmetall. Am gleichen Tag fließen vom gleichen Absender 60.000 Euro an die SPD. Und eine Woche später wird die CSU vom Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie mit einer Spende von 358.000 Euro bedacht. Und das Geld, ja, es war offenbar gut investiert. Denn Anfang 2012, es ist natürlich nur eine zufällige zeitliche Abfolge, Anfang 2012 wurden sämtliche Kriterien, anhand derer man Scheinwerkverträge identifizieren und entsprechend verbieten könnte, aus dem Gesetz rausgestrichen. Aber ohne Kriterien für Scheinwerkverträge gibt es natürlich auch keine Sanktionen für Unternehmen, die illegale Arbeitnehmerüberlassung betreiben. Und es geht sogar noch weiter. Das neue Gesetz schafft zusätzlich sogar noch ein extra Schlupfloch für kriminelle Unternehmen, das ihnen in Zukunft das Risiko erspart, sich strafbar zu machen und Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen zu müssen. Die Unternehmer brauchen lediglich eine selbstverständlich ganz und gar freiwillige Unterschrift der Beschäftigten, dass sie auf jeden Widerspruch dagegen verzichten, dass sie eben keine Festanstellung anstreben würden. Und es ist in etwa so, als würden sie einem Vermieter erlauben, sich aus den Bestimmungen des Mietrechts zu verabschieden, wenn er dafür die Unterschrift eines potenziellen Mieters beibringt. Ja, so kann man letztlich den gesamten Rechtsstaat entsorgen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass Sie sowas vorlegen. Der Missbrauch von Werkverträgen wird so nicht erschwert. Er wird oder gar verhindert. Ihm wird ein Freibrief ausgestellt. Und ich finde, das ist wirklich ein Skandal. Und es ist schlimm genug, dass die CDU das mitträgt. Aber dass die Sozialdemokratie sowas mitträgt, das können Sie doch nicht ernsthaft Ihren Wählerinnen und Wählern zumuten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, sagen Sie jetzt nicht, Sie hätten ja Besseres gewollt, aber mit der Union war das leider nicht möglich. Das mag ja sogar so sein. Aber ich muss auch sagen, die Fesseln der Großen Koalition, die haben Sie sich doch freiwillig angelegt. Noch gäbe es im Bundestag andere Mehrheiten. Aber wenn Sie weiterhin mit solchen Gesetzen oder mit dem Abfeiern von Konzernschutzabkommen wie CETA Ihre Wählerinnen und Wähler vergraulen, dann ist es damit eben irgendwann auch vorbei in diesem Bundestag. Ich finde das unverantwortlich. Sie lassen doch mit so einer Politik zu, dass sich immer mehr Menschen davon abwenden, dass sie enttäuscht sind. Und Teil davon, da wissen wir inzwischen, wen die wählen. Wir sind jedenfalls überzeugt, dieses Land braucht nicht noch mehr Lohndumping, Verunsicherung und Zukunftsangst. Wir brauchen endlich eine Wiederherstellung des Sozialstaates. Wir brauchen unbefristete, gut bezahlte Arbeitsplätze, reguläre Arbeitsplätze. Und wir brauchen Gesetze, die die Beschäftigten vor der rücksichtslosen Renditejagd bestimmter Unternehmen und vor allem großer Unternehmen, die es überhaupt nicht nötig hätten, schützen können. Dafür steht DIE LINKE, und deshalb lehnen wir den vorliegenden Gesetzentwurf ab. Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Karl Schieberling das Wort.